Ja, Leute, da bin ich wieder zur nächsten Folge von TinyCR 8 und ja, heute habe ich mal wieder eine Folge alleine ausgepackt, ne? Ich bin hier noch gerade im Game Mode 3, weil ich gerade hier eine Ankündigung aufgenommen habe für das Projekt. Das heißt, auf meinem Hauptkanal werde ich mal so ein bisschen Werbung machen oder habe das schon längst, ne? Und da können sich jetzt Leute bewerben. Mal sehen, wer da demnächst alles dazukommt. Aber das werden wir dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich rausfinden. Jetzt würde ich erstmal wieder in Game Mode 0 gehen und ich wurde hier geprankt schon wieder, ne? Ich habe auch vorher noch gestreamt zweimal und einiges da auch gemacht. Auf jeden Fall am Farmen war ich noch zwischendurch. Dann habe ich auch wieder meine Sachen verloren zweimal oder so. Und ja, ich habe zum Glück einiges zurückerstattet bekommen hier. Das ist jetzt aktuell mein Equipment. Zwischendurch hatte ich ja Netherite, aber das hat sich irgendwie erledigt. Also, na gut, nee, das habe ich ja auch noch bekommen von Rietze, genau. Da bin ich auch noch dankbar. Und ja, was ist noch passiert? Ich gucke gleich meinen Goldshop. Ich wollte auf jeden Fall Farbstoffe farmen, aber so oft bin ich halt nicht zum Spielen gekommen in letzter Zeit. Deswegen zögert sich das alles noch ein bisschen hinaus. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange der Troll hier schon steht. Neulich war auf jeden Fall Lukas da, nochmal auf dem Server. Deswegen vermute ich, er war's. Denn das ist so typisch Lukas, ne? So Diorit einfach oder hier, wie heißt das? Granit, genau. Dahin zu platzieren, das hat er nämlich schon öfter mal irgendwie erwähnt. Sowas und. Ja, keine Ahnung, würde ich mir jetzt so herleiten, dass er das war. Aber wer weiß, ne? Und ich guck noch mal hier. Ist ja jetzt erstmal nicht viel passiert. Ich will mal gucke kurz durch die Stadt sehen, wer so alles was Neues gebaut hat, ne? Das wäre noch mal interessant, denn ja, es hat sich glaube ich wieder einiges verändert, auch wenn jetzt nicht mehr so viele Leute online waren, ist ja noch ein bisschen was passiert. Ich guck auch noch mal zu Daniel und so. Aber erstmal gehe ich in den Shopping-Distrikt. Das will ich jetzt sehen, was da los ist. Ne, das ist wieder mal so ein kleines Update hier. Nachdem ich auch Prüfungszeit hatte in letzter Zeit. Jetzt ist es erstmal vorbei. Da habe ich erstmal wieder frei. Und kann hier ein bisschen zumindest mal wieder mich strukturieren und gucken, okay, wie kann ich was machen? Was gehe ich so an als nächstes? Ja. Und eventuell werde ich ja auch mal ein bisschen aktiver, aber das weiß ich noch nicht. Wie das so klappt oder wann. Vor allem, ich möchte jetzt auch nicht alles überstürzen, sondern erstmal mich dran gewöhnen an den neuen Rhythmus. Und ja, ich hatte echt lange jetzt eine Phase, wo ich immer zu tun hatte und immer Studium oder Arbeit oder sonst was. Und jetzt ist endlich mal wieder frei, ne? Und mal gucken, ne? Wie das wird. So, hier Schalker Chest, Elytra. Ist auch schon mal nett. Das da hinten hatten wir, glaube ich, alles schon gesehen, ne? Wo ich gerade war. Das hier ist mein Shop. Ja, habe ich immer noch nicht weiter nachgefüllt, oder wurde auch noch nichts gekauft. Aber ich glaube, ich ändere mal den Preis hier, ne? 2 Stacks, ein Diamant. Das ist irgendwie zu billig. Ich würde sagen, ein Stack ist ein Diamant. Denn es ist schon extrem nervig, das irgendwie zu farmen. Ich meine, gut, das Bone Meal geht vielleicht noch. Ja, aber dennoch, ne? Ich würde die ein bisschen teurer machen. Damit man einfach auch ein bisschen was verdient und nicht alles so komplett fast verschenkt gefühlt, ne? Weil die anderen haben alle wahrscheinlich übelst viele Diamanten schon. Ich habe neulich, glaube ich, auch noch mal einige bekommen von Rietze, ne? Und ja, also Rietze hat auf jeden Fall extrem viele zum Beispiel. Deswegen denke ich mal, dass hier es kein Problem ist, wenn ich da das ein bisschen teurer mache. Ja. Ich will ja auch was verdienen daran. Ich will ja nicht so kaum was kriegen für die ganze Zeit, die ich da reinstecke ins Farmen. Also ich muss noch mal schauen, wie ich auch an schwarze Farbe oder alles andere komme. Ich meine, gut, so Blumen kann man zum Beispiel mal pflücken, ne? Aber sonst wird es manchmal schon schwierig. So, haben wir hier noch was zu essen? Nee. Da würde ich mir vielleicht fast was kaufen. Aber ich habe gar keine Diaskorde. Ah, shit, ey. Wie ist es hier eigentlich Rotten Flesh? Alter. Er nimmt sich das. Naja. So, hier Sandglas. Okay. Ich weiß gar nicht. Warum ist das hier nicht weitergebaut? Das war doch neulich schon mal weiter, soweit ich weiß. Also habe ich so in Erinnerung. Aber der Shopping-Distrikt ist schon mal relativ voll, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, hier ist irgendwie noch mehr frei, aber okay, nice, ne? Und was ist das jetzt hier genau für ein Shop? Habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Ah ja, Bären, ne? Genau, da war ich ja gerade schon. Vor allem Öffnungszeiten 24 Stunden. Als ob manche Shops dann nur so eine Stunde am Tag auf hätten. Das wär's auch. Naja. Okay, ich bräuchte mal was zu essen, so langsam, ne? Vielleicht kann ich mir irgendwas holen.
Ah, ich kann ja mal gucken nach Farbstoffen. Also ich kann ja alle verkaufen, da muss man immer dran denken. Auch Kakteen und so. Ja, da muss ich echt mal eine Farm noch bauen und alles, ne? Am besten. Oder eine Blumenfarm auch, weil es ist ja auch nervig, ständig loszugehen und welche zu sammeln. Genauso wie bei Kakteen, ne? Aber Blumenfarmen finde ich immer irgendwie nervig zu bauen. Da hätte ich mehr Bock auf so eine Kakteenfarm noch. Weil die, da wüsste ich, wie die geht. Aber ja, ich weiß noch nicht, wenn ich mal die Zeit habe für sowas, ne? Das ist alles nicht so easy. So, und jetzt baue ich mich mal kurz hoch, damit ich einfach vorankomme. So. Ja, aber viel weiter ist es jetzt auch noch nicht als letztes Mal, glaube ich. Das Biom hier. Ja, ich habe jetzt auch keine Lytra mehr, ne? Das habe ich alles abgeben müssen oder nicht mehr gehabt, weil ich dann ja einmal im Nether gestorben bin. Das hatten wir noch auf Aufnahme. Stimmt, genau. Das war die letzte Folge oder die vorletzte. Und dann hatte ich noch einen Tod irgendwo anders. Da bin ich dann irgendwie nochmal im Nether gestorben. Ah, das habe ich dann wiederbekommen zumindest. Ah ne, da ist auch einiges in die Lava. Oh. Ey, ich habe schon Sachen durch. Also in den Streams kann man das immer sehen, ne? Die sind ja noch gespeichert auf meinem Archivkanal. Und ja, da sieht man das Leid jede Woche, ey. Ohne Witz. Ah, gleich streame ich auch nochmal und mal sehen, was dabei rumkommt. Ah, hier, Tintenfische, die brauche ich. Ne? Zum Glück sind die mal hier. Okay, weg mit euch. Und ja, so, zack. Das hätten wir. 4 Stück. Okay, nice. Ich glaube, ich mache mal ein Bild vom Shopping-Distrikt, weil der ja ganz gut vorangekommen ist, ne? Kann man mal machen. So. Ja, aber ich muss gleich hier mal was essen holen, ne? Okay. Mach mal von der Seite, oder? Oder ne, von beiden, dass man alles sieht. Bis auf das mit der Wolle, das ist jetzt noch nicht so ein Kunstwerk. Aber ich denke mal, das kommt noch. Könnte ganz cool werden. Bei mir muss ich ja auch mal was bauen, ne? Was dekorativ ist. Damit man erkennt, was ich will mit dem Shop. Denn das ist ja so das Ziel, dass man immer genau das Thema dann auch von außen sieht. Und nicht nur, ja, da so ein paar Kisten stehen oder so. Oder ein normales Haus. Soll dann schon passend sein. Und deswegen versuche ich das zu kriegen. Aber ich überlege mal, diese ganzen Bücher auch, ne? Wo sind die alle her? Ist ja auch schon mal nicht leicht zu farmen. Na gut, aus dem Stronghold geht's dann. Ja. Okay, hier haben wir die Kirche. Ist am Rewe noch was passiert? Das habe ich nur gerade aus der Entfernung gesehen. Aber ich glaube nicht. Also Lukas hatte irgendwann nochmal da an der Seite was gemacht. Mit der Schiene, aber sonst dann nicht viel. Okay. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Naja, gehen wir mal rüber hier. Da war ja hier. Also hier ist echt noch viel frei. Da könnten auch neue Spieler hin. Wenn die jetzt herkommen. Da sind sie noch relativ zentral. Das heißt, ja, wir könnten die Stadt hier noch gut expandieren. So. Ja, hier gut. Das ist jetzt nicht so wild. Auch da unten. Warum ist denn da ein Weizending? Oh Leute, da ist ja noch was. Das kenne ich noch gar nicht. Ah, ist nicht neulich irgendwie noch was in Neu-Kosovo gewesen? Hab ich so im Gefühl, dass da was neu war. Also, Jule SG-Man ist jetzt auch neu dabei. Genau, das wollte ich noch sagen. Da kam ein Stream dazu. Letztens. Und ja, da hat jetzt hier ein bisschen was gemacht. Ah, das war doch von Rietze, ne? Irgendwie. Auf jeden Fall kenne ich das schon. Hier hat er mal einen Verzauberungstisch aufgestellt, ne? Stimmt. Das sollte irgendwas werden. Irgend so eine Einrichtung. Boah, ich vergesse das aber auch immer, ne? Was sowas wird. Weil ich irgendwie immer das mir einfach nicht merke. So, wenn man immer wieder anderes Zeug im Kopf hat, vergisst man das. Naja, müsste ich mal die ganzen Folgen schneiden oder so, dann weiß ich es auch wieder. Aber da muss ich erstmal Top Attack schneiden. Weil ja Top Attack viel eher kommt. Und ja, das Projekt erstmal beendet werden soll, bevor TinyCR 8 auf YouTube kommt. Naja. So, hier, Lukas Haus ist auf jeden Fall immer noch in einem, ja, teilweise fertigen Zustand. Also hier das ganze Redstone ist immer noch kaputt und was weiß ich. Aber er war neulich noch mal da und hat ein bisschen was gemacht. Ich glaube, da hat er auch noch ein bisschen was geschafft zu reparieren, aber ja, ist halt nicht alles gewesen. Ach ja, und ich wurde hier noch getrollt, das kann ich ja noch mal ein bisschen fotografieren. Und ja, ich würde dann erstmal das Video beenden, ne?
Aber irgendwie will ich auch die Stadt drauf haben, obwohl hier ist jetzt nicht so viel passiert. Ach so, nee, das. Ich hab doch schon ein Thumbnail, oh Mann. Schon wieder vergessen, ey. Naja. Vielleicht mache ich dann nächste Folge hiervon noch ein Thumbnail. Oder ich mache einfach jetzt noch eins. Vielleicht ist ja, brauche ich den Screenshot für eine andere Folge später nochmal. So ist doch auch ein guter Winkel. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.